lieben Christian Schwab, Produktionscoach und so weiter und so fort. Weiß jetzt nicht genau, wann das Speed hochlade, aber sehr wahrscheinlich gilt immer noch der Code HotSummer28 mit 28% auf meine Videos. Ich werfe mal ab und zu einen Blick auf den Hund hier, ob der explodiert oder so. Ja, und wir haben mal wieder eine schöne Mail. Was heißt mal wieder, das, was jetzt mal so gut deutlich wird, wenn jemand so in dieser Narzissmus-Bubble völlig abtaucht, was dann so passiert, was nicht gerade optimal ist aus meiner Sicht. Und weil manchmal die Leute, die so am lautesten schreien, überall Narzissmus, alle sind Narzissten, alle böse, alles Narzissten, haben manchmal mehr damit gemein, als sie so selber so sehen, wo man sich schon manchmal fragt. Ja, ist es Projektion oder was ist es eigentlich? Aber genau, eine Zuschauerin, gehen wir mal rein. Hi Christian, ich bin großer Fan. Durch deinen Kanal habe ich schon viel über mich gelernt. Noch mehr, als ich es in 3 Jahren Therapie zuvor habe. Letzte Woche hat ein absolut lächerlicher Streit dazu geführt, dass meine beste Freundin unsere Freundschaft nach 10 Jahren mit den Worten "Du bist der toxische Part in jeder Beziehung" beendet hat. Ja, okay. Ich weiß, dass ich vieles falsch mache und würde mal ganz kühn behaupten, meine Anteile zu kennen und im Nachhinein, egal wie impulsiv und dementsprechend unfair und berechnet ich im Streit werde, weiß ich immer, wo ich falsch reagiert, zu spät eingelenkt oder provoziert habe. Im Gegenzug hat es mich schon immer extrem genervt, dass meine Freundin sich selbst seit jeher die Opferrolle zuschreibt. Ja, das sieht man ja so viel gerade auf der Welt. Das ist immer, Hauptsache, man gehört zu irgendeiner Opfergruppe und nicht zu alten, weißen, heterosexuellen Männern womöglich irgendwie. Also das... Und alles andere wird dann beschimpft und ich weiß nicht was. Und ihre Anteile überhaupt nicht sieht. Sie hat sich immer darauf berufen, dass sie irgendwie kaputt ist, weil schlimme Kindheit. Ja, also ich kann das mittlerweile auch kaum noch hören, weil meine Wer von uns hatte schon echt eine gute Kindheit. Das ist halt schwer, Kinder groß zu ziehen. Und klar, es gibt natürlich schlimme Kindheiten, aber es ist keine Rechtfertigung, sich scheiße zu benehmen als Erwachsener, ne? Dass alle Menschen, die Unrecht getan haben, ausnahmslos Narzissten sind. Das ist diese Bubble, wo teilweise so sich toxisch verhaltende Menschen rumlaufen und dann schimpfen die immer auf andere und selber wird nur ausgeteilt, bewertet, gegaslightet. Ja, schauen wir mal, was noch kommt hier. Also wenn jemand sagt, in seinem Leben sind alles, was schiefgegangen sind, waren alles Narzissten, big fucking red flag, kann ich euch nur sagen, ey. Und sie immer deren Opfer war. An ihrem Verhalten etwas zu ändern, kam mir nie in den Sinn. Ich fand das schon immer anstrengend, aber sobald ich versucht habe, ihr zu spiegeln, dass nicht jede Beziehung toxisch ist und nicht alle Menschen, die sie nicht so behandeln, wie sie das einfordert, Narzissten sind, das sage ich ja auch immer nur, weil, keine Ahnung, weil dein Freund dir mal kein Eis gekauft hat, das ist nicht gleich ein Narzisst irgendwie, ist es eskaliert. Irgendwann habe ich es dann gar nicht mehr versucht, mir stillschweigend ihr immer gleiches Gejammern gehört, du merkst sicherlich, ich rede mich in Rage, und dann einfach nur dem zugestimmt, was sie sagt. Anders war es nicht möglich, mit ihr selbst zu sprechen. Ja, aber ist das dann noch ist das, was du unter einer Freundschaft verstehst, ne? Was ich definitiv wusste, da, dass sie absolut keine Konflikte austragen kann und Streits für sie oft den Weltuntergang bedeutet haben. Sie hat in den letzten Jahren viele ehemals sehr enge und langjährige Freundschaften beendet, weil plötzlich alle respektlos und Narzissten waren. Ich meine, wissen wir ja, dass es manchmal so ist im Leben, dass man nicht alles Narzissten sind, aber dass man sich unter Wert verkauft, unter die Räder kommt. Aber das ist, was ich ja neulich schon mal in so einem Video sagte. Es gibt aber auch das andere Extrem, dass Leute, die sich sehr fragwürdig verhalten, sozusagen die ganze Welt als narzisstisch labeln und immer sind die anderen schuld. Und also wenn jemand das so exzessiv tut, ist man, wie gesagt, ich sag's nochmal, big fucking huge gross red flag, so, ne? Alle waren toxisch, alle haben sie traumatisiert und sie war immer das Opfer. Ja, was ist einfach... Sag ja, diese Fallstricke des Opferseins, habe ich ja schon wieder zugemacht, ne? Seit dieser Trend mit toxischer Beziehung und Narzissmus aufkam, ja gut, bin ich auch nicht ganz unschuldig dran, gab es nichts anderes mehr. Wie gesagt, nach deinen einigen Versuchen, ihr zu spiegeln, dass zu toxischen Beziehungen trotzdem immer zwei gehören und sie Red Flags grundsätzlich ignoriert, auch wenn sie feuerrot leuchten und sie deshalb auch nicht wundern darf, warum sie ihr Muster nicht durchbricht,
Und sie nicht jeden Menschen, mit dem es einen Konflikt gibt, gleich einfach ausschließen kann und als Narzissten abstempeln kann und diese Versuche jedes Mal mit »Du nimmst mich nicht ernst« geendet haben, habe ich einfach stillschweigend dabei zugeschaut, wie sie einen Menschen nach dem anderen aus ihrem Leben entfernt und dabei wurde sie immer rigoroser. Gut, das kann ja, für andere kann das durchaus richtig sein, aber hier haben wir genau so einen Punkt, ne, dass jemand, ja, nicht, was wir viel mehr gucken sollten, in sich guckt und immer wieder nach außen guckt, das sind immer die anderen, aber nicht in sich guckt, was mache ich ja eigentlich, ne? Und es, wenn wir uns auch gleich sehen, wie das wahrscheinlich bei dir so kippt, und das passiert dann halt, aber man, die müsste einfach bei sich aufräumen, die ist einfach nicht stabil genug, dass sie für dich eine gute Freundin sein kann, ne? Das hat sich so hochgeschaukelt, dass sie mich plötzlich ignoriert hat. Ja, jetzt kommen wir nämlich bei den Sachen, die sie vielleicht anderen immer vorwirft, ne? Also jetzt haben wir vielleicht hier schon so ein bisschen Liebesentzug. Mich komplett ausgeschlossen hat, auf nichts mehr reagiert hat, auf Instagram provozierende Memes gepostet hat. Nette Freundin. Aber gut, vielleicht, gut, das machen ja Menschen. Das ist ja auch so ein Muster von uns Menschen manchmal. Dann erleben wir irgendwas und wird auf Instagram, also wenn sie dich da jetzt nicht verlinkt hat oder so, ist ja auch noch okay. Und mir dann letztendlich mitzuteilen, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben möchte, weil ich bösartig bin und eben toxisch für alle Menschen in meiner Umgebung. Gut, ich kenne dich natürlich jetzt nicht, aber für mich ist das ein typischer Fall von Narzissmus, Bubble und bloß nicht bei sich gucken, aber wenn sie dich ausschließen will, ja, guten Weg und gute Reise, ne? Alles klar, mach es. Kein Problem. Da, auch da in Freundschaften brauchen wir diese Trennungskompetenz, ne? Sie hat mich als absolutes Monster dargestellt und sich, sich selbst als Opfer meiner kalten narzisstischen Wut. Also wie oft ich das schon gehört habe, selber erlebt habe. Und man kann da auch nichts machen, wenn du erstmal so in dieser, das ist ja so ein bisschen so ein Schwarz-Weiß-Spiel auch, wenn du erstmal die schwarze Person bist, da kannst du nichts machen, ne? Und das hat auch da nichts mit dem nichts mehr zu tun. Das ist ihre Dynamik, dass du dich wahrscheinlich die Menschen so einteilen musst in Gut und Böse. Und wer nicht konstant böse ist, wer nicht konstant gut ist, der ist eben böse. Fertig, ne? Scheint es keine Grautöne zu geben, ne? Obwohl wir uns beide in diesem Streit nichts geschenkt haben, macht mich fertig. Naja, für die Zukunft, oder sage ich natürlich immer, eigene Spielfläche sauber halten, weil wenn man selber so mitstreitet und sich selber, weiß ich jetzt nicht, selber auch mitzündelt, macht man sich das unheimlich schwer, ne, zu gucken, was ist mein Teil, was ist ihr Teil. Deswegen haltet eure Spielfläche sauber, weil dann seht ihr viel klarer, was passiert so, ne? Und dann kann der andere auch nicht kommen, ja, du machst es doch auch und so, ne? Sie hat wirklich jahrzehntelange Freundin einfach aussortiert ohne ein Wort. Ja, aber darf sie? Also es gibt keine Verpflichtung. Da muss ich schon sagen, darf sie, wenn sie meint, es ist der richtige Weg, darf sie das, ne? Ja, wird mir eben aussortiert, fertig, Leben geht weiter, ne? Ohne ein Wort, dass es für sie kein Zurück gibt, wenn sie sich dazu entschließt. Ja, gut. Ist ja auch ein bisschen Trainingskompetenz von ihrer Seite. Klar, da kann man auch übers Ziel hinausschießen, tut sie vielleicht. Aber es ist ihr gutes Recht. Es gibt kein Recht, dass man befreundet bleiben muss, so, ne? Eigentlich bin ich Meister darin, Menschen aus meinem Leben zu cutten oder verlassen zu werden. In beiden Fällen nach jahrelanger sehr engen Beziehungen. Ich kann Gefühle abstellen. Wenn mich jemand nicht mehr will, setze ich über meine Trauer sofort rasende Wut und alles verzehrender Hass. Okay, das hört sich jetzt aber auch nach Themen bei dir an, weil das ist natürlich nicht, was ich empfehle. Also klar kann man frustriert sein oder kann auch mal negative Gefühle haben. Aber weiß ich nicht, da bist du ja schon so ein bisschen auch in ihrer Themenspirale drin, weil wenn du jetzt aus diesem Hass reagieren würdest, würdest du, weiß ich nicht, würdest du vielleicht das Gleiche machen wie sie, vielleicht würdest du dann auch bösartige Memes posten und ja, kann ich nur sagen, eigentlich spielt er hier sauber halten, so, ne? Und nicht mitmachen und auch mal zu überlegen, auch bei dir, projizierst du vielleicht Hassthemen aus deiner Biografie auf sie jetzt wiederum? Ja.
Wenn die Wut nachlässt, was sehr schnell kommt, kommt danach aber keine Trauer, sondern Gleichgültigkeit. Aber bei ihr war es anders. Unsere Freundschaft war toll. Natürlich haben wir uns gegenseitig auch genervt, aber hauptsächlich waren wir eine Symbiose. Niemand kennt mich besser und ist mir ähnlicher als sie. Es ist nicht so, als könnte ich in einer Woche auch für sie nur noch Gleichgültigkeit empfinden, aber es ist so, dass ich das nicht will. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Du empfindest halt, was du empfindest. Meine Güte, ne? Aber beide könnt ihr selber scheinbar gut Leute schnell ausschließen. Und wäre vielleicht für euch beide gut, auch mal Grautöne zuzulassen und mal ruhig an Sachen zu arbeiten, ne? Und nicht immer gleich so 0-1-Entscheidungen zu treffen, wäre vielleicht ganz gut so, ne? Aber naja. Wie kann ich die Tatsache akzeptieren, dass sie mich wegwirft und vor allem, wie komme ich über die Aggressionen weg, dass sie absolut wirklich Schuld bei mir sucht? Ja, da kannst du natürlich nichts dran machen. Aber du hast natürlich eine Verantwortung für deine eigenen Gefühle, wenn du daraus Wut und Aggression empfindest, was ja auch menschlich sein kann. Aber ich meine, so viel schreibst du jetzt auch nicht, was sie dir angetan hat. Da musst du natürlich auch bei dir gucken, warum reagierst du so? Was für Ängste tauchen dann dir auf? Warst du da immer eine gute Freundin? Machst du vielleicht auch so, dass du in diese Emotionen gehst und reagierst da zu stark raus? Aber ganz ehrlich, wenn dich jemand wegwirft, ich meine, dich kann jemand wie benutzt es das doch wegwerfen, weil du musst dich nicht so fühlen. Du kannst sagen, für den ist es vielleicht so, dass er mich wegwirft. Also für mich ist es so, dass eine wertvolle Beziehung auseinandergeht und ich finde es schade. Aber ich fühle mich nicht wie ein weggeworfenes Taschentuch, sondern mir tut der Mensch eigentlich leid, dass er mich hervorragende Personen verloren hat. Ne? Das bestimmst du, wie du darauf reagierst. Du kannst sie nicht kontrollieren oder du kannst kontrollieren, wie du dich fühlst. Schuld und Scham, das sind die Gefühle, die mich zeitlebens begleiten. Ja, ich meine, wenn da jetzt so viele negative Gefühle sind und man das Gefühl hat, das begleitet einen zeitlebens, ne? Klar, kann man sich auch mal Hilfe vor Ort suchen an geeigneter Stelle, ne? Dass wenn das sich so durchzieht. Fühle mich immer schuldig, aber ich weiß rational, dass ich das nicht bin. Ja, das ist vielleicht dein Thema, sagt der Steffi Stahl mal gerne, dieses Entschulden so wichtig ist, ne? Weil Schuld, ja, Schuld, 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 was bringt das, ne? Also, und vor allen Dingen schreibst ja auch nichts, wo du wirklich Schuld hattest, ne? Aber dieser ganze Gedanke von Schuld, der bringt einen überhaupt nicht weiter. Aber habe ich auch schon Videos zu gemacht. Aber wir sind es beide, dass gerade sie, die genau weiß, wie gut man mit Schuld aufbauen kann, alles von sich weiß und jetzt genau das macht, ohne einen verdammten Funken Einsicht, das macht mich schon sehr wütend. Ja, aber fühl die Wut, aber reagier da nicht drauf, ne? Also fütter das nicht noch so, sonst machst du das Gleiche, ne? Ich weiß jetzt ihre Geschichte und ich weiß, dass ihre Coping-Mechanismen sind, aber das macht mich so rasend, dass sie will, dass ich will, dass sie leidet. Ja, aber wie gesund ist das? Das ist so auch ein toxischer Gedanke, oder nicht? Und zeige ihr mit ja noch mehr, dass sie recht hat. Und das Schlimmste ist ja eigentlich, dass der Hass nur mich zerfrisst. Genau, Hass zerfrisst einen eigentlich nur selber. Aber wie gesagt, da kenne ich deine Dynamik jetzt nicht genug. Das hat ja bestimmt auch biografische Geschichten, da musst du vielleicht bei dir mal gucken, ne? Aber wie gesagt, für diese Freundschaftsgeschichte, für eure Beziehung ist wirklich super wichtig, dass man die eigene Spielfläche sauber hält, ne? Ich weiß, aus deiner Frage wurde quasi eine verzweifelte Bitte der Erlösung. Ich weiß, ich habe so viel geschrieben, weil ich will, dass du mich verstehst und mir recht gibst. Ja gut, ich bin ja jetzt kein Schiedsrichter, ne? Kann nur sagen, wo ich jetzt so Anteile sehe, was ihr daraus macht. Das müsst ihr jetzt gucken, ne? Weil es mir so verdammt wichtig ist, recht zu haben. Das ist ein sehr schwieriges. Also viele Menschen, die sich schwierig verhalten, machen das, weil sie unbedingt recht haben wollen, gehen nicht in diese Falle rein, ne? Da hast du eben nicht recht, ja. Und wen interessiert das? Also aus diesem Wunsch, recht zu haben, zu wollen, macht man sehr viel Quatsch. Das ist auch so ein Ego-Ding dann, ne? Ja, hast du für dich recht und sie meint eben nicht, dass du recht hast. Drauf geschissen. Wen interessiert das, ne? Und wenn ein Psychologe mir offiziell sagt, dass ich im Recht bin, ja, das kann ich ja sowieso nicht. Ich sehe ja nur so eine Mail, ne? Das ist ja auch, bildet ja nicht die Realität ab. Das kann eine Mail gar nicht, ne? Das ist immer nur so wie du es siehst, ne?
Dann wäre ich in meiner jetzigen Wahrnehmung erlöst, ja. Das kann ich leider nicht machen, aber vielleicht hilft dir das, was ich gesagt habe. Ich weiß aber auch, dass du das gar nicht leisten kannst, weil du erstens nur meine Version, ja genau, super, schreibst ja selber. Und zweitens über den Hintergrund beider Parteien siehst und wahrscheinlich deshalb niemand oder beiden gleichermaßen die Schuld zuweist. Ja, ich weiß, versuche sowieso nicht Schuld zuzuweisen, nur Verantwortung, die müsst ihr halt beide übernehmen, ne? Ja. Aber offensichtlich triggert dich das sehr an, ist ja auch verständlich, wenn das deine beste Freundin ist. Also vielleicht versuchst du nochmal einfach zu reden, vielleicht wird das ganz gut. Aber auf jeden Fall wäre es bei deiner Freundin gut, sie würde mal aus dieser alle sind Narzissten-Bubble rauskommen, weil das tut dir, glaube ich, nicht so gut, ne? Ich habe Angst, dass sie recht damit hatte, dass ich immer der toxische Part bin. Ja, das wird definitiv nicht stimmen, so, ne? Genau. In diesem Sinne, sehen wir uns bald wieder. Ciao.